So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza Horizon 3, Folge 83. In der letzten Folge sind wir mit unserem kleinen Nissan 240 SXSA, heißt der, glaube ich, so muss er heißen. Habe ich versucht, ein bisschen zu driften, was natürlich mehr oder weniger geklappt hat, aber ich habe es versucht und habe es auch teilweise etwas gut hinbekommen. Aber da gibt es natürlich wieder mal ein neues Auto. Und heute, wie man hier das schon sehen kann oder vielleicht auch am Thumbnail schon, ist es der BMW M4 GTS. Der, glaube ich, im ersten oder zweiten Carbag rauskam. Ich glaube, im zweiten Carbag, das war das Alpine Stars Carbag mit dem Honda NSX, dem neuen, der Dodge Viper ACR und auch unter anderem hier den M4 GTS. Der wird halt mal ein bisschen getestet. Ich habe auch schon die Wagen ein wenig getuned und so ein bisschen nach meinen Wünschen lackiert, auch so ein bisschen. Hier in der schönen, immer so Art Carbon-Lackierung, die Felgen Carbon gemacht, Horizon-Reifen und so weiter. Der Wagen ist nämlich auch oben am Index da, ist ein bisschen über dem normalen. Der ist normal so, ich glaube, bei ungefähr 850. Jetzt ist er so fast auf S1 voll. Ich habe auch von dem Wagen ein Tuning erstellt, aber erstmal zeige ich, was ich eingebaut habe. Natürlich, wie man hier bremsen, dann habe ich Stabis, ich habe den Wagen leichter gemacht, sogar nicht leichter gemacht. Ich meine, gut, aber 1,5 Tonnen, das geht noch. Dann natürlich Getriebe, hier Antriebswelle, hier habe ich drin, Diff habe ich nicht drin. Bei den Reifen, wie man sehen kann, die hier sind Rennreifen. Reifenbreite habe ich die breiter gemacht. Yep. Die sind, glaube ich, vorne und hinten voll. Genau. Hinten, also nur 315, das geht sogar noch. Spoiler habe ich natürlich so gelassen. Die Felgen. Ich kann auch mal zeigen, welche das sind. Das sind die 5 Ziegen ZR Plus 520. Habe ich die größer gemacht? Das gucke ich auch nochmal. Die gehen nach vorne größer. Habe ich gemacht. 20 Zöller. Hinten auch. Ich habe den Motor das mal ein wenig erhöht auf 404 kW. Ich habe eingebaut hier Rennauspuffanlage. Dann habe ich die Ventil eingebaut. Ne, habe ich nicht. Dann glaube ich, genau, Kraftstoffanlage. Und dann war es, glaube ich, auch schon mit Tuning. Das müsste es auch dann gewesen sein. Weil der Wagen hat ja in der Serie 500 PS, jetzt hat er aber 550 PS. Der Wagen ist auch ein bisschen eingestellt, aber ich habe da eingestellt, hier Stabis, Federn, Getriebe, Aerodynamik, Dämpfung. Also ein bisschen was eingestellt. Ich werde euch mal das Tuning kurz zeigen. Und zwar, hier habe ich alles hier ein bisschen eingestellt. Das Tuning könnt ihr auch gerne, nur wenn ihr möchtet, natürlich downloaden unter meinem Gamertag-Fabian-Skilling. Oder unter Forza 3. Ich habe noch zwei weitere Tunings. Oh, da ein Wagen anders getuned ist. Ich sehe halt noch mehr PS. Das hat, glaube ich, auf S1 voll aufgebaut. Halt mal für eine Challenge. Aber das ist halt jetzt so. Eigentlich ein ganz gutes Tuning, würde ich mal sagen. Oder hoffe ich zumindest. Also nur wenn ihr wollt, ne? Ich gucke kurz an Forza Vista. Hier ist auch der. Oh, wunderschön. Mit diesen orangen Elementen und dem dezenten Aerodynamik-Kit hier in der Motorhaube auch. Das ist ein bisschen anders als beim normalen N4. Denn vorne die Mini-Lippe quasi. Ich meine, die ist echt klein. Schon echt wenig. Dennoch natürlich keine Rücksitze, Überrollkäfig drin, auch in Orange. Die Felgen sind eigentlich auch orange, aber ich habe andere Felgen und ich habe die auch schwarz gemacht oder Kohlefaser, weil es irgendwie ein bisschen böse aussieht. Natürlich auch wie beim alten M3 GTS oder beim neuen M4 GTS eine Frettenteke, die auch nebenbei ganz nett aussieht. Die Farbe müsste, glaube ich, eine Standardfarbe sein. Genau, das ist die hier, glaube ich. Ich meine, die sieht schon geil aus. Das hält aber auch ganz gut, das ist gut. Schwarz ist mir ein bisschen too much und weiß. Naja, mir muss mir gefallen, der Wagen ist ja, das sollte so sein. Können wir auch mal ein paar mehr Rennen wieder fahren. Wir sind in den letzten zwei Folgen nur gedriftet, deswegen gibt es heute, glaube ich, mal sechs Rennen in der Meisterschaft. Und nicht nur vier. Der Wagen sieht schon geil aus, ne? Aber ja, der Grip, ey, das ist richtig geil. Ich war so froh, dass der Wagen hier ins Spiel kam, weil M4 ist mega geil. Schon krankes Auto, dann noch am 4 GTS und noch mal besser, noch geiler, noch ja, ne? Einfach nur besser. Hier im Innenraum schon im Tacho steht der M4 GTS, dann noch hier, da, wer ist denn das jetzt? Ist das hier, ist das das Armaturenbrett? Heißt das so? Halt da, ne? Rechts. Hier in der Mittelkonsole auch ein GTS-Schriftzug in einem schönen Orange. So, hier nach oben hier diese Linie, man weiß, wann denn Lenkung gerade ist, was Lenkrad gerade ist. Auch so cool, auch diese mit so orangen Nähten. Das sieht schon alles ziemlich geil aus. Also M4 GTS ist schon ganz nett. Würde ich sagen, starten wir mal jetzt auch schon direkt rennen. Wir machen sogar eins hier unten.
Warte, nee, sind wir die Strecke schon mal gefahren letztens? Ich weiß das gar nicht. Ich kann mir das leider ziemlich schlecht merken. Die sind wir letztens gefahren, glaube ich, oder? Deswegen machen wir auf jeden Fall die da rein. Wollte ich mich jetzt mal dahin, machen wir so ein paar Rennstrecken hier quer über die ganze Map verteilt. Denke mal auch das ein oder andere Sprintrennen. Also wir werden jetzt sicherlich nur 6 Rundstreckenrennen fahren, das ist ja, glaube ich, ein bisschen lame. Der Wagen muss ja von A nach B ziemlich gut sein und nicht nur im Kreis. Der Wagen ist ja auch auf dem Nürburgring so ein bisschen abgestimmt worden. Hat, glaube ich, eine, lass mich nicht lügen, 7,32 gefahren. Ich bin mir leider nicht sicher. Aber es ist wahrscheinlich keine schlechte Rundenzeit. Das ist, glaube ich, für 500 PS ganz in Ordnung, 7,32. So, wir könnten das hier fahren. Das machen wir mal nicht. Dafür nehmen wir den Sprint. Der ist ganz gut. Aber zwei. Dann könnten wir noch das dritte. Hochgeschwindigkeit finde ich nicht gut. Das passt für den Wagen eigentlich überhaupt gar nicht. So, jetzt 1, 2. Machen wir auf jeden Fall noch hier in der Stadt ein Rundstreckenrennen. Würde ich sagen, mal das hier. Nummer 3. Auch 3 Ründchen. Ich mache jetzt mal 5 Rennen. Wir können auch dann zur Not noch ein Fernrennen hinterher fahren, oder? Mache ich 6 Rennen? Ich mache 6 Rennen. Scheiß drauf. Dann auf jeden Fall noch eine in der Stadt, eine Rundstrecke. Nehmen wir mal die. 3 Runden. Muss jetzt die vierte sein. Eins. Ja, eins, zwei, drei, vier. Also würde ich sagen, noch ein Sprintrennen und eine Rundstreckenrennen. Ja, ne? Können wir hier oben noch ein Sprintrennen nehmen? Sprint quer durch die Stadt. Was haben wir hier noch? Straßenbahnsprint. Okay, das ist, glaube ich, ein Offroad-Rennen, ne? Yep. Nehme ich einfach mal den hier. Einfach weil ich es kann. 5. Und vielleicht noch ein Rundstreckenrennen, ein gutes. Nur noch mal das hier. Bin ich, glaube ich, auch letztens schon gefahren, aber ich mag die Strecke. Müssen dann 6 Rennen sein, genau. 44,2 Kilometer. Aber passt schon. Lass die Zack. Familie daheim und fahre mit einem Wagen der Superlimousinenmeisterschaft aufs Land. Super Limousine. Naja, ein M4 ist jetzt nicht wirklich eine Limousine. Wäre eher der M3. Aber gut. So. Hier den M4 GTS. Ich meine, der sieht schon böse aus, ne? Also der Blick, der ist schon ziemlich aggressiv. Also der Wagen, der macht ernst. Dass ich irgendwie so, ne, also das ist schon. Damit will ich auch BMW vielleicht auch Porsche so eine leichte Ansage machen. Vielleicht so in die Richtung des GT3 ist. Genau wie bei Mercedes das mit dem AMG GT macht, oder halt GTS bzw. GTR. Dass sie da Porsche so ein bisschen angreifen möchten. Mal schauen. Porsche kommt ja noch wahrscheinlich später. Wurden ja ganz viele Bilder letztens geleakt. Oder ganz viele, naja, Autos an sich. Bilder nicht von ihrem Auto, aber auch schon einige teilweise. Aber lass uns mal überraschen. Ich denke mal, es wird Porsche sein, die EcoNX Expansion. So denke ich mal, in den nächsten 2 Monaten kommen. Also, ich denke mal so Mitte bis Ende März, schätze ich mal. Natürlich könnte es auch früher sein, ich nichts dagegen. Aber mal schauen. Das läuft es ganz gut. Der Wagen hat auch schön viel Grip. Nicht zu viel Leistung. Ist eigentlich ganz in Ordnung, so 50 PS mehr, das ist, glaube ich, ganz gut. Bin jetzt eher auch der M4 GTR. FSK Edition vielleicht sogar. Würde man sagen. Ist ja meine Art mehr oder weniger Tuning-Schmiede. FSK steht logischerweise für Fahrgast gelingt, wer hätte es gedacht. Ist halt, ich glaube, auch einige Pixar, ist das anderes, haben andere YouTuber einige FSK-Auto gemacht. FSK-Autos. Wie zum Beispiel der Nissan GT-R oder der Ferrari 488. Ich finde beide das FSK als Design. Als spätes Design, was ich gemacht habe. Was auch beim GT-R vor allem sehr erfolgreich war. Und ich glaube, so ungefähr 200 Downloads, knapp 400 Nutzung. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so schlecht. Alter, Wagen fährt sich mega nice. Sind auch beim 488 auch ein gutes Design, finde ich. Und auch mit Tuning.
Zu beiden Autos. Beides unter FSK 488 oder FSK GTR. Sowohl Design als auch Tuning. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr möchtet. Ich mache an sich noch viele Tunings von ganz vielen Autos, irgendwas, die ich fahre. Ich werde auch mal gucken. Heißt meistens Forza oder Forza 1, Forza 2. Das ist nie besonders benannt oder so. Stimmt zwar noch eher für mich und sind halt nur so freigegeben. Was ich auf irgendwas, was ich auslege, weiß ich mega Top Speed oder mega Beschleunigung oder mega Grip. Auch nur so, wie es mir Spaß macht. Und auch andere Designs gemacht. Zum Beispiel habe ich mein Design vom Pagani Huayra importiert. Das habe ich hier aus Horizon 2 importiert. Hier auch in Forza 6 gab es Design mit Pagani. Und auch in Horizon 3 wieder übernommen. Was ich aber immer noch nice finde. Ja, auch mal gucken. Das ist, glaube ich, Skilling Huayra oder so heißen. Kann sein. Ich habe seit über einem Monat kein Design mehr gemacht. Das ist das Problem. Weil ich nicht wirklich Zeit und Lust dazu habe. Was meistens andere Dinge vertritt, weil ich online fahre mit Freunden oder halt auch viele Forza aufnehmen natürlich. Alter, das war ein geiles Rennen. Bei der Lexus hat uns der ESF. Nice. Ich glaube sogar. Die Rundenzeiten waren sogar ganz nah beieinander eigentlich. So. Ja gut, letzte vielleicht nicht, aber meistens in dem Rahmen von 1 bis 2 Sekunden, das ist ordentlich. Wir haben sogar die beste Rundenzeit. Immerhin. Aber ich glaube, ihr habt gesehen, der M4, der lässt sich so geil fahren. M4 GTS, ja, das ist wichtig. So, nach das GTS sagt. Also, Gripmonster. Geht ordentlich ab. Natürlich nicht so einen großen Topspeed wie in anderen Wagen, die aufgebaut sind, aber das ist bei der Strecke auch nicht wichtig gewesen. Ob jetzt 300 fährt oder 330 oder whatever, da bist du eh nicht so schnell gefahren. Oh, das war nice. Hat Spaß gemacht. Fahren wir auch direkt mal zum nächsten Rennen. Das ist hier oben. Sprintrennen. Dichterwald Sprint. Ich fahre auch dahin. Erster Gang ist viel zu, okay, das ist aber klar. Und zweiter Gang, sofort Grip. Nach dem Schalten. Was war da eigentlich? Ja, man, war so. Er sieht so geil aus, er fährt sich so geil. Ist auch eigentlich ganz schön schnell. Natürlich ist, kann man andere Sachen auch fahren, ob das sogar schneller wären. Vielleicht benutzt von der Beschleunigung oder vom Topspeed, aber das juckt mich überhaupt nicht. Weil man kann ja auch nicht sagen, dass der M4 GTS langsam ist. Also das. Entweder ist derjenige dann irgendwas, weiß ich, S2 gewöhnt oder X, irgendwie welche Wagen mit 700, 800 oder noch mehr PS, teilweise halt über 1000. Oder er hat wahrscheinlich keine Ahnung davon. Ich habe auch nicht mega viel Ahnung von Autos, aber ein bisschen weiß ich doch teilweise schon. Ich bin auch froh, dass jetzt nicht so wie das Spezialgebiet des M4 GTS. Aber geht gleich wieder auf die Straße? Na ja, noch nicht, schade. Das geht überhaupt gar nicht mit dem Wagen. Ich mag das auch gar nicht, mit solchen Autos Offroad fahren. Mache eigentlich gerne mit, was ich mit dem Hypercar Offroad fahren, sollte auch gerne machen, aber ich sag mir da, no. Das muss ich sagen. Warte, so hier die, auch die Lichter hinten sind auch, glaube ich, anders als bei der M4. Die sehen auch ein bisschen dunkler aus. Auf dieses Runde sieht geil aus. Nicht besonders das gleiche. Natürlich auch Innenraum hier. Ist einfach awesome, ne? Also gut ausgestattet, muss man sagen. Wir brauchen natürlich hier mit 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Ist ja auch beim normalen M4 so. Zumindest, wenn man das geordnet hat. Hat, glaube ich, sonst eine 7-Gang Handschaltung oder 6-Gang. Ich glaube, das war eine 7-Gang Handschaltung bei normalen M4. Was anderes ist hier optional, das Doppelkupplungsgetriebe. Da werden, denke ich mal, die meisten M4-Käufer haben. Wenn man sich schon so ein Euro, so ein Auto in dieser Preisklasse kauft, kann man ruhig noch, was ich 2.000 mehr für das Getriebe ausgeben, für das Geilere. Schneller schaltet, weniger verbraucht. Ja. Scheiße. Der Grip der Wagen, ey. Das trotz immerhin 550 PS. Ja, das ist nicht verständlich, dass da der Wagen immer mega krass abgeht. Oh Gott, das tut mir leid. Das wollte ich jetzt echt nicht. Weg da. War das hier die 10. Klasse? Ich glaube schon. Die neue natürlich. Oh, Lage, ey, die ist top.
Uiuiui, da habe ich aber ein bisschen viel gewollt. Da kommt eine schöne Kette oben am Laufen. Sie wollte ich nicht zurückspulen. Hätte ich nicht mehr gemacht, glaube ich. Ich werde das Rennen wahrscheinlich sowieso gewinnen. Hier vor uns ist auf jeden Fall da vorne eine C-Klasse, habe ich gesehen. Was ist das hier? Ich kann nicht erkennen, was das ist. Hm. BMW, genau. Ich wollte schon sagen. So Richtung M2, ne? So. Bin auch hier geholt. Bin noch einer. Ja, das ist halt mein Mittagessen hier. Von BMW. Die anderen Autos wegzustecken. Na gut, aber ich muss Angst vor dem Top-Sieg von Mercedes. Der da wahrscheinlich nicht ausfahren kann auf die Strecke. Und das ist nach. Ey, das ist gar nicht gut. Alter. Das war nicht so geil. Kommt an interessante hier Tages- und Lichtstimmung. Deswegen ist auch so ein bisschen neblig. Und 4 geht weg. Ist ja gleich das Ziel. So. Jetzt einen Kurven hier nehmen. Oh, eine Stadt fährt sich super angenehm. Und noch schöne Gegner hinter mir halten, was ich ziemlich gut finde. Ja. Das wird unser Sieg. Yes, Baby. Das war auch echt geil. Hier drei BMWs vorne. Heißt das was? Anscheinend schon. Und, oh, oh, ein Mercedes hinten. Und sogar zwei eigentlich ganz weit hinten. Das ist aber nicht gut. Ah, ich habe 4 GTS. Scheint wohl ganz gut zu sein. Okay, der eine von dem Platz ist nicht so gut gewesen, aber immerhin. So. Natürlich jetzt für uns hier schöne 40 Punkte. Eine relativ komfortable Führung. Könnte auch gerne so in jedem Rennen sein. Hätte ich auch nichts dagegen. So, ja, weiter dürfen. So, oder vielleicht ein paar EP. Ja, 11.000, nicht schlecht. Für 2,5 Minuten drin hast, glaube ich. Und Wheels bei Level 440. Geht doch. So, ich kann mir den 3,55 Berlinetta. Bitte viel Geld. Oder Poddeck Firebird, Tradesam GTA. Das glaube ich, war das nicht Kit oder so? Ja, aus Knight Rider, oder wie das da heißt? Ich glaube schon. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dieses, ne? Dieses schwarze Auto, was er da so alles Mögliche kann. Naja. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja. Dann geht's ja auch schon direkt zum nächsten Rennen. Machen wir erstmal das hier. Dann die drei Rennen hier quasi in der Stadt. Oder mache ich hier noch erst eins in der Stadt? Sag ich, mache erstmal das hier. Aber ich fahre heute nicht hin, ne? Also. Können wir ja mal ruhig machen. Und zwar aus dem Cockpit. Mach ich das mal. Alter, hat so viel Grip. Obwohl es gerade Vollgas war, ne? Ich trotzdem nicht viel Zeit verloren. Also mit Feeling scheint auch gar nicht mal so schlecht zu sein. Das Wagen eigentlich relativ viel Grip hat. Würde mich freuen, wenn jetzt einer mal fahren würde, mir auch gerne mal irgendwie auf YouTube oder irgendwo schreiben könnte, wie er es fand oder auf Xbox. Mein Gamertag ist ja allgemein bekannt, logischerweise, ne? Kann ganz gelingen. Die es nicht vercheckt haben. Können wir auch gerne adden oder so, oder mir mal mich fragen, ob wir mal zusammen zocken können. Mache ich auch gerne. Habe ich auch schon öfters gemacht mit Ordenten. Also ja, was ich gerne Videos und so, ich mag dich oder so, wollen wir mal zocken? Ja klar, gerne. Natürlich nicht immer Zeit und Lust, aber... Ich bin jetzt nicht irgendwie so dagegen, dass ich sage, nee, ich will jetzt nicht mit euch zocken oder... Nee, so bin ich nicht. Ich lerne gerne neue Leute kennen. Ich meine, ist auch ein soziales Netzwerk, also kann man auch gegenseitig irgendwas mal zusammen machen. Man kann auch sogar theoretisch auch mal zusammen aufnehmen, das würde auch gehen. Beispielsweise Drag Races, weil da brauche ich ja mal einen zweiten Mann zu. Geht ja nicht alleine. Leider hat er auch nicht immer die Leute Zeit, die ich da mal fragen würde. Ist auch mal so ein kleines Problem. Aber ich habe Drag Races schon gerne im Voraus auch, dass ich halt ein paar, ich sag mal, ein Petto habe. Weil nämlich meistens so in einer Session so, ich sag mal so, zwischen 5 und 15 auf einmal auf.
Habe ich gleich ein paar mehr. Das aber nicht so mit 2 oder 30 Stunden Session und dann ist dann erstmal für einen Monat gut, sage ich mal. Das ist halt relativ angenehm. Lang hätte ich auch geil. Wollte ich nochmal gesagt haben. Aber wenn ihr das seht, dass ich in der Party bin oder so, wenn ich irgendwie. Ja, wenn ich in der Party bin und die Party auch offen ist, nicht einfach beitreten. Macht das bitte nicht. Erstens ist es für dich auch so ein bisschen, ich sag mal, respektlos. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber es ist für dich, finde ich, ein bisschen respektlos. Fahren wir hier durch? Nein, wir fahren mal außen lang. Beim Kreisverkehr, das ist nämlich besser, als hier übers Wasser zu fahren. Wie heißt das, wenn Leute einfach so der Party oder dem Spiel übertreten, wenn sie nicht vorher fragen? Da kann man auch letztens vor zum Beispiel, habe ich halt Drag Races gefahren mit einem Kumpel aufgenommen. Dann ist einer meine Lobby gejoint und ja, das war halt nicht so toll. Ich hätte zum Glück von alleine wieder verlassen, sonst hätte ich ihn rausgeschmissen. Weil, ne? Das kann ich halt nicht gebrauchen, wenn wir drei Leute in der Lobby sind. Aber ich nur einen brauche, mit dem es auch schon vereinbart ist, dass wir das machen. Deswegen könnt ihr gerne mich fragen, ob wir vielleicht jetzt irgendwie quatschen können, ob wir jetzt zocken können mit Party und so, aber bitte nicht einfach so beitreten. Durch Nachrichten schreiben könnt ihr immer. Ich könnt auch nicht wissen, wann ich aufnehme, das sage ich auch irgendwie niemandem, dass ich aufnehme. Okay, in Xbox, das sage ich vielleicht so, wir haben ja hier eine WhatsApp-Gruppe für Xbox, mit meiner Crew. Das sage ich mal ab und zu, wenn ich aufnehme. Oder was ich gesagt habe, da weiß ich morgen, wenn ich umkomme, nehme ich was auf oder so, das sage ich dann vielleicht mal. Aber an sich wissen die auch eigentlich nicht genau, wann ich aufnehme, ist auch eigentlich immer spontan, wenn ich Bock habe. Ich sag mal, dieser Rhythmus, dass ich jetzt irgendwie sage, ich nehme jetzt, weiß ich, jetzt Montag auf, dann Mittwoch, dann Freitag, dieser 2-Tage-Rhythmus, den habe ich halt seit Weihnachten gar nicht mehr. Dem Aufwand, ich jetzt wirklich Bock habe. Ist auch meistens mindestens zweimal in der Woche oder dreimal. Jetzt bei. Je nachdem. Aber es ist halt nicht, dass ich jetzt so sage, ich nehme jetzt, also ich an dem und den Tag auf und dann ist das so. Weil ich lage da jetzt so gesehen jetzt nur noch 4 Folgen Let's Play in der Woche, also muss ich nur zweimal aufnehmen. Deswegen, das ist jetzt nicht so großartig schwer. Ich könnte auch theoretisch alle 4 Folgen am Stück aufnehmen. Wäre auch eine Möglichkeit, aber. Es ist aber auch nicht so einfach, jetzt 4 Folgen lang durchgängig zu reden, ne? Also. So, da über irgendwas quatschen kann. Da ist ja alles immer spontan, was ich mache. Ich brauche jetzt nicht irgendwie was vor, worüber ich quatschen kann. Manchmal denke ich mir so, das muss ich mal ansprechen. Wie das hier mit dem Tuning und so, dass das downloaden könnte und bla bla bla. Oder halt, dass das mit der Party ist, das war jetzt auch spontan. Das meiste ist halt einfach so. Das ist gerade so im Sinne so, ach ja, das fällt dir gerade ein. Könntest du nicht mal drüber reden, wäre ganz nett. Wäre vielleicht ganz cool. Die ganze Folge fahren und dann nichts sagen, das wäre ja auch Quatsch. Natürlich mögen vielleicht auch einige, wer weiß, die es vielleicht, ich sag mal, nicht so laut mögen. Zum Beispiel auch ein relativ ruhiger YouTuber ist ja auch Kronk, sollten auch viele kennen. Ist ja auch eigentlich ein ruhiger Mensch, auch so ungefähr wie ich. Plus jetzt, natürlich, ich bin auch manchmal laut, das ist natürlich auch so, ich meine Kronk auch. Jeder kann sich mal aufregen, mal schlechten Tag oder ist mal schlecht gelaunt. Das ist vor allen Dingen online so. Aber jetzt im Singleplayer bin ich eigentlich noch relativ ruhig, denke ich mal. Noch eine ruhige, entspannte Atmosphäre, nicht irgendwie jetzt stressig oder mega laut oder irgendwie. Halt so ganz normal, ne? So einer ganz normalen Ebene. Das finde ich auch, kann auch eigentlich so bleiben. Ich denke mal, das mögen auch so meine Zuschauer, so halt welche an mir, die mich halt öfter gucken, dass ich halt so ruhig bin, nicht irgendwie so aufgedreht, so ganz normal. Was ich auch halt, ne, auch schon mal gesagt habe, nicht dieses irgendwie so, ich sag mal, Erfolgsgerät, hab ich auch mal wieder drüber gemacht. Ist irgendwie so, ja, ihr lasst einen Daumen da, abonnieren, teilen oder irgendwas, ne, das sage ich alles nicht, will ich auch gar nicht sagen. Hab ich ja schon mal ein Statement zugegeben. Das ist ja auch so, jetzt immer abends oder halt, wenn ich es auch das wieder gucke, also ein bisschen quatschen. Ich quatsche, ihr vielleicht dann zuhört. Auch vielleicht eure Sachen dabei denkt oder auch Kommentare schreibt, könnt ihr auch gerne machen. Aber es geht bitte zum Video, nicht irgendwelche Kommentare, was ich so, hey, ich mache auch YouTube-Videos, guck mal meinem Kanal vorbei. Das ist natürlich von ihm nett gemeint, aber das. Die Kommentare gehen mir meistens ziemlich auf den Sack. Natürlich, würde sich jeder gerne bekannt machen, der Videos macht, aber. Also da wenigstens das zum Video schreiben und nicht nur, so, hey, ich mache Videos und so und dann, ne? Soll auch vorbeigucken und ein Abo da lassen. Natürlich gibt es auch Unterschiede.
Weil nicht jeder Werbekommentar von Leuten ist immer gleich schlecht. Es gibt auch tolle Werbekommentare, die, ob es nicht gut geschrieben sind oder, was ich erst sagen, das Video war toll und so, ich mir das und das gefallen und das nicht. Also, dann würde ich konstruktive Kritik geben und würde ich mal auch ihre Meinung sagen und so. Hoffentlich, dass dann so nett und freundlich alles in einem Ton, dass es so richtig, ich sag mal, freundschaftlich alles ist. Ja, so ein Gag zu meinem. Dann so im letzten Satz, ja, kannst du mal bei meinem Kanal vorbeigucken, wäre nett. Schönen Abend noch und sowas. Das ist noch in Ordnung. Habe ich nichts gegen. Jetzt aber so, also, hey, yo, ich mach Videos, ne, lass mal Abo da, wäre nett. Das bitte nicht nur. Das sollte öfter machen. Ich sag mal so Copy and Paste Comments, das heißt, sie. Wirklich einige so, die schreiben erst so, ich mach Werbung, bla bla bla. Habe ich ihnen vielleicht geantwortet oder nicht, oder es ignoriert oder whatever. Aber an sich Kommentare lese ich eigentlich alle. Man gibt da nicht viele, deswegen ist das kein Problem. Ich bin auch gerade noch zwei da, ist nicht gut. Aber. Ich schreibe in den Kommentar halt echt noch unter einem anderen Video, was ich eine Woche später oder ein paar Tage später halt eben nochmal den gleichen Kommentar. Das finde ich halt auch so ein bisschen dreist von den Leuten. Da denkt man, jeder, der aktiv Videos macht, oder höchst aktiv, ich sag mal, so wie ich, der wird schon die Kommentare eigentlich lesen. Wenn es nicht, weiß ich, 100 oder so sind, ich meine, das echt nicht. Weil von einem großen YouTuber können nicht immer alle Kommentare lesen, aber denk mal, so kleinere, so wie ich eben jetzt, ich sag mal, auch im Bereich unter 1000 Abonnenten vielleicht sogar, da wird man locker eigentlich alle Kommentare lesen können. Und ein Zweiter geworden, ey, scheiße. Wenn man das schon mitkriegen, wenn einer das doppelt macht, oder wenn er, man wird sich die Kommentare schon auch so ein bisschen merken. Alter, 3 M4 GTS vorne. Wie geil ist das denn? Aber meine Unzeit, die war nicht gut. Aber der erste leider noch besser, ja, der verdient gewonnen. Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist halt manchmal so ein bisschen mit Kommentaren ziemlich nervig. Wie ich doch manchmal so denke, muss das jetzt sein? Kann man nicht was zu meinem Video schreiben, irgendwie? Ich meine, man muss nicht immer gleich schreiben, so, ich finde das nicht gut und das nicht. Wenn man was einfach sagt, so, ja, es würde mir gefallen oder irgendwas, oder ich mag dich als Person oder whatever, ich finde, ist auch noch was du fährst cool oder ist ja scheißegal. Halt irgendwas, was für mich wichtig sein könnte. Ich will mich auch als Kanal weiterentwickeln. Natürlich ist es da immer sehr hilfreich, wenn mir Zuschauer welche Kritik schreiben. Bin ich da auch sehr offen für, zumindest wenn sie konstruktiv sind, irgendwie so, was ich Video scheiße und weil das bringt kein was weiter. Ich sage meistens einfach nur, ich sag mal, eher so eine Art Hate und nicht so, ja, weil es nicht so gut das Video, kannst du vielleicht das und das besser machen oder machen wir das und das. Darauf kann ich gerne eingehen. Und auch so, was ich Video scheiße, du bist kacke und das braucht kein Mensch. Solche Kommentare würde ich auch, denke ich mal, einfach löschen, weil, ja, das möchte ich mit den Kommentaren eigentlich nicht haben. Es wird eine entspannte, lockere Atmosphäre sein, alles sehr freundlich und alles füreinander, dass wir auch uns allen gegenseitig helfen können. Und nicht irgendwie direkt auf Qualgebisse zu sein, das wäre doch ein bisschen angenehmer. Ja. Würde ich sagen, ist auch dann noch die heutige Folge zu Ende. Machen wir in der nächsten Folge die nächsten drei Rennen. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge auch wiedersehen, ja? Natürlich wäre das schön, wenn euch die Folge gefallen hat. Liken ist mir alles egal, was ihr macht oder nicht. Ist natürlich eure Angelegenheit, falls ihr so weit geschaut habt. Ist natürlich erstmal schön, wenn ihr so weit geschaut habt. Ja, das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Machen, denke ich, auch die wenigsten auf meinem Kanal, dass sie das Video zu Ende schauen. Aber doch, es ist natürlich mega nett von euch. Dafür schon mal Dankeschön. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.